sagen, es ist so, so spannend, das Leben. Wow, es beginnt gerade noch spannender zu werden. Gestern habe ich rein zufällig, aber es gibt ja keine Zufälle, gehört, dass die Peru-Indianer, die Schamanen, wenn sie einen Mensch heilen, ja, dann singen sie dazu. Das heißt, der Mensch kriegt Ayahuasca oder was immer und dann singen die Schamanen. Und zugleich zeichnen sie und sie sehen unsere, also sie sehen, wie wir wirklich ausschauen. Sie sehen, was wir sehen, ist ja nicht die Wirklichkeit. Wir sehen ja nur ganz, ganz ein geringes Spektrum. Und die können reinschauen und die sehen, wie alles sich aufbaut, wie es zusammenhängt, wie es fließt, was immer. Und alles ist Ton zugleich. Alles ist Musik. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Und dann habe ich heute von einem gehört, das alte vedische Wissen, das ist das eines der ältesten Wissen, das die Menschheit hat, genau davon spricht, dass jedes Wort, alles beginnt mit dem richtigen Ton. Es ist so spannend. Und das ist nur ein Aspekt von einem ganz großen Wissen, das jetzt sich gerade für uns wieder alle auftut. Und mein inneres Kind hat den größten Wunsch, den ich habe, dass ich euch alle sikiere, so viel sikiere, dass ihr alle aufwacht und so neugierig werdet und alles wisst, was zu wissen gibt und damit in eure Macht geht und in eure Kraft geht und in eure Freude geht und diesen ganzen Scheiß, den man uns einreden will, hinter euch lasst. Das bin ich. Danke. Und ich soll sagen, so schaut das aus, wenn du das innere Kind lebst. Okay, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Ich finde die Kugel sehr schön. Ja, zu dem inneres Kind, ja, für mich bedeutet inneres Kind Kreativität und im Prinzip authentisch sein. Also das tun, was man gerade tun will, weil das das Wichtigste ist irgendwie. Und auch im Moment leben. Und ja, ich denke, jeder von uns sollte in Verbindung sein mit seinem inneren Kind. Das ist absolut eine Quelle innerer Lebensfreude. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall, das innere Kind ist sehr wichtig. Das sollte man nicht vergessen. Das
nicht mal Spaß. Der größte Spaß, den was er hat, wenn ich da bin. Dazu habe ich nichts mehr zu sagen, außer dass man stehen sollte und nein sollte man auch sagen können. Ich habe großes Licht und das habe ich noch nicht zusammengebaut. Aber ich habe schon eine Anleitung dazu. Ich habe heute gehört über authentisch leben, über Kreativität und ich glaube, dass das Wichtigste ist, sich möglichst bewusst all diesen Einflüssen zu entziehen. Und ich habe wahrgenommen, dass die beste Zeit dafür ist, der Moment, den du gerade wählst. Ja. Das ist jetzt. Ja, einfach im Moment sein, einfach da sein. Nicht gestern, nicht heute, nicht vor einer Sekunde, nicht das Handy, nicht der Fernseher, nicht das schreiende Kind daneben oder was auch immer, sondern einfach da sein. Das ist schwierig, weil unser Kopf halt so rennt. So 95% aller Gedanken, die wir haben, sind sinnlos. Die führen nirgendwo hin. Und es ist eine Übung. Das kann man üben. Das ist recht einfach. Und ich glaube, das ist genau das, was Kinder können. Nämlich da sein. Hier. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu erlernen. Es gibt sogar Bücher. Oder man macht es einfach im Eigenstudium, wie man so schön sagt. Und lässt los. Also wenn man immer nur das macht, worauf man keine Lust hat, dann hört sich das am Anfang ziemlich so an, dass da ein totales Chaos sein müsste im Leben und dass man da praktisch total planlos ist oder so. Aber das ist nicht so. Also wenn man nur immer das macht, was uns gerade einem Spaß macht, dann ergänzt sich das irgendwann einmal alles so. Und dann passieren auch die ganze Abfolge der Sachen so, dass praktisch alles perfekt zusammenpasst. Wenn man nicht jetzt aktiv was plant, sondern wenn man einfach nur sozusagen vor sich hin lebt, würde man jetzt sagen, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht wirklich der richtige Ausdruck dafür. Also was ich noch erzählen wollte, also ich hatte auch schon so einen inneren Kind-Moment. Und das war ja so, dass ich bin ja immer ein sehr fröhlicher Mensch gewesen. Also ich war immer als Kind und ich war nie wirklich so traurig. Ich wusste gar nicht wirklich, was da die ganzen Leute mit meinen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand gestorben ist oder so, oder wenn es irgendeine traurige Sache war in der Familie, dann habe ich gar nicht verstanden, warum die Leute immer so traurig sind. Ich war einfach immer so fröhlich und da gab es immer so Probleme, weil ich da halt anscheinend nicht wirklich das gemacht habe, was sozusagen gerade im Programm war. Und das war nicht nur so im Privatleben, sondern auch in der Schule, wo es halt auch ernste Themen gegeben hat und ich war halt immer ziemlich gut aufgeregt und die Mitschüler waren da auch nicht immer von mir so besonders begeistert. Aber zum Glück habe ich das überstanden und heute mache ich das automatisch. Ich denke mal, wenn ich zum Beispiel meine Kindperspektive so verbinde, denke ich mir, was sind die Merkmale eines Kindes? Ja? Also die Merkmale eines Kindes sind eigentlich nicht, dass es immer Spaß haben möchte, sondern es erforscht die ganze Zeit. Es ist neugierig. Ja? Es lässt sich nicht binden an irgendwelche Konventionen. Und im Endeffekt ist ja das Ganze in dieser normierten Welt, wird ja einem das
abgewöhnt. Und ich denke mal, wenn man diesen kreativen Fluss, diesen kreativen Fluss kann man in dieser unserer Gesellschaftsnorm, kann man ja mit dem kann man ja eigentlich nichts mehr anfangen. Sowohl arbeitsmäßig als auch gemeinschaftlich, ja, weil man da immer sagt, ja, du machst ja nichts für die Gemeinschaft. Ja. Es wird dir immer so eingeredet, ja, du musst für das gerade stehen, ja. Und im Endeffekt tötet es das Individuum in dir. Und im Endeffekt auch das Kind. Und ich denke mir, so wie wir da sitzen, ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns so lebt, wie es sich eigentlich wünschen würde. Ja, viele wollen ja nicht in der Stadt leben, zum Beispiel. Oder? Viele wollen nicht in einem Plattenbau leben. Ja. Wenn man sich ansieht, die früheren Kulturen, ja, also es wird uns immer gepredigt, ja, das soll so sein und hin und her. Das stimmt ja alles gar nicht. Wenn man sich hernimmt, die älteren Kulturen, wie haben die gelebt? Die beste Form, die es gab, das war ein Kreis. Viele Städte sind in einem Kreis gebildet worden, gebaut worden. Warum? Weil von diesem Kreis ist dann alles ausgegangen. Ja? Das heißt, auf dieser Seite habe ich mehr Ackerland gehabt. Dann haben sich halt die Leute dort umgesiedelt, wo welche Ackerbau machen wollten. Oder wenn andere, was weiß ich, wenn der eine an einem Perpetuum mobile forschen möchte, dann hat er sich dorthin gehaut. Aber im Prinzip heißt das, in dieser einen Stadt, in dieser kreisrunden Stadt, gab es Platz für jeden, für seine individuellen Bedürfnisse, die er dann ausleben konnte und so weiter. Wenn man sich heranzieht, jetzt diese Stadt, da wir gerade von Kindern sprechen, obwohl ich mein ganzes Leben lang in Wien lebe, weiß ich bis heute nicht, wo man mit einem Kind wirklich hingehen sollte, dass es dem Kind angenehm ist. Diese Spielplätze, welche lieblos irgendwo hingepflastert werden in den Städten. Ich denke mir die ganze Zeit, das kann es doch nicht sein. Es ist doch lächerlich. Ja, das hat mit dem, was wir eigenen Sachen verbinden als Kind, hat das doch überhaupt nichts zu tun. Ja, ich denke mal, es ist vieles falsch gemacht worden, es wird noch vieles falsch gemacht werden und was auf der anderen Seite gut ist, dass die Zeiten so chaotisch sind, weil aus Chaos kann man wieder etwas Neues erschaffen. Ja, irgendwann einmal hat alles ein Ende, denke ich mir, aber das Ende sollte nicht mit Schrecken gesehen werden. Ja, ich denke nicht, wenn jeder das macht, auf was er Lust hat, dass dann Chaos existiert, weil das Chaos haben wir jetzt eh schon. Schlimmer kann das Chaos eigentlich fast schlimmer werden. Ja. Also, ich denke, das Kind macht einfach unmittelbar auf das, was es Lust hat. Und dann entsteht eben kein Chaos, weil das denkt man immer, aber das stimmt nicht. Ein Kind sagt sicher, das gehört mir und das ist meins und das ist auch zu Recht so. Aber ein Kind, wenn man das mal in Ruhe lässt und gewisse Sicherheit gibt, dann fängt das einfach an zu teilen oder sagt, jetzt wird heute das Zeichen ist für alle Menschen da, dass sie wissen, wo wir sind und wo wir hingehen. Und es gibt so viele Kinder, die schenken auch und die teilen mit ihren Spielgefährten und das ist zutiefst menschlich und es kommt kein Chaos, es wird einfach besser und gut und es werden neue Dinge geboren, ja. Neue Projekte. Und, ja. Kindliche Erwachsenen ist
schon auch ein bisschen was anderes, als wenn man wirklich Kind ist, weil viele Sachen, die als Kind einem ganz groß vorkamen, die flashen einen jetzt eigentlich nicht mehr so, ne? Weil die Illusionen ja auch irgendwie verflogen sind. Aber das eigentlich Wichtige ist ja, dass die Neugierde trotzdem noch am Leben gehalten wird. Aber man muss halt seine Augen dann auch auf neue Sachen immer richten. Und ja, also in dem Sinne ist natürlich die Suche nach dem Kindlichen auch was anderes als man kann jetzt nicht einfach das, was früher mal irgendwie kindlich war, man kann das nicht einfach zurückholen, weil manche Sachen sind einfach geschehen. Und die Suche nach dem Kindlichen im Erwachsenen, das muss halt auch irgendwie was Neues sein. Man muss neue Projekte sich überlegen, oder man muss sich vielleicht auch, man muss gar nichts machen. Ich meine, wenn man halt in sich geht, dann sieht man ja vielleicht, wo die Neugierde liegt oder so. Man muss ja nur auf sich selber hören, denke ich mal. Ja. Das ist fast das Allerwichtigste. Und selbst bleiben, das haben wir schon gehabt. Und weil du sagst, wenn du in der Stadt wohnst und möchtest auch eigentlich dann aufs Land. Ich bin auch in der Stadt aufgewachsen. Jeden Sonntag wandern gehen, damit wir rauskommen. War auch nicht sehr einladend für uns. Ich wandere heute noch nicht gern. Mich haben immer die Gelsen gefressen. Und ich habe immer Durst gehabt und immer hat der Vater gesagt, wir sind gleich da, kommen wenn wir dort was noch einmal ins Gefühl. Also das waren so, aber man muss dann trotzdem zu sich selber finden. Und wenn ich dann die Verantwortung irgendwann für mich übernehme, dann bleibe ich auch wieder das, was ich bin. Ich muss schon meine eigene übernehmen. Hallo. Und ich möchte gern wieder so ein Kindchen sein. Ja. Weil du lieb bist. Jetzt weiß ich auch nicht, gar nicht, wie ich weitermachen soll. Wir haben jetzt viel über Ängste gehört. Gerade wenn du als Kind fürchtest, kommt da alles so wahnsinnig riesengroß vor, wahnsinnig erschreckend. Du hast eigentlich auch keine Möglichkeit dagegen vorzugehen, du kannst bloß flüchten. Manchmal holt dich das Gefühl als Erwachsener ein, fühlst dich wie ein kleines Kind. Das sind ganz blöde Situationen, irgendwie was ganz was Kleines, irgendeine Kleinigkeit, die gerade passiert ist und dir zeigt den Boden unter die Füße. Du stehst zwar noch da, aber emotional bist du in dem Moment so ausgefranst und weißt überhaupt nicht, was dich gerade getreten hat. Und du fühlst dich wieder wie ein kleines Kind. Manchmal weißt du nicht, was du dagegen machen sollst. Wenn du dann aber irgendwann einmal die Ruhe nimmst und du überlegst, was ist das eigentlich, was mir Angst macht? Ist das überhaupt in dem Hier und Jetzt oder lassen wir das einreden? Wenn es mir einreden lässt, kommt es von irgendwo anders her, was? Man kann mich groß machen. Wenn das gar nicht direkt gegen mich ist, dann strecken wir auf einmal, dann bin ich viel größer wie das Problem. Dann kann ich mit einem Haps, wie Tyrannosaurus Rex, mache ich Haps und das ist gefressen, dann wird es verdaut und entsorgt. Und schwuppsdiwupps, denkst du im nächsten Moment, vor was hast du gerade Angst gehabt? Mehr will ich jetzt dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich würde es einfach gern so im Raum stehen lassen und jeder darf damit machen. Danke fürs Zuhören. Meistens einen rosa Pyjama mit Punkterl an, mit weißen, und dann ist das Ganze ziemlich entschärft. wenn ihr einverstanden seid, dann hören wir jetzt mit diesem Kreis auf, weil ich glaube, bei manchen tut schon der Popo ein bisschen weh, man ist es doch nicht ganz so gewöhnt, auf diesem Boden zu sitzen. Aber ich möchte gern, wenn ich darf, schon ein bisschen was ankündigen für nächste Woche, weil wir haben nächste Woche drei schöne Sachen, aber das wird wieder vor dem Parlament sein, nicht hier. Das eine ist der Joe Offenberg von der Wiener Wende. Ich weiß nicht, ob das für euch ein Begriff ist. Das ist ein ganz interessanter Mann, der sich so vor allem mit der Bankenlandschaft und vor allem auch, was man praktisch selber jetzt tun kann, beschäftigt. Der kommt nächste Woche. Dann kommt der
Wolfgang Biebel von Ubuntu, der über moderne, neue Organisationsstrukturen sprechen wird. Ich glaube, das ist auch was sehr Spannendes für uns alle. Und dann kommt eine Überraschung für Kinder, für die Kleinen und für die Großen, mit ganz riesigen Seifenblasen. Mehr sage ich nicht. Alles Weitere, was Musik betrifft und so, ist auch sicher auch noch eine Überraschung, würde ich sagen. Das wollte ich einmal ankündigen und ich bedanke mich für eure Teilnahme. Es war wirklich schön. Und wenn ihr wollt, machen wir das öfters. Ihr müsst aber, wir bei der Mahnwachenorga, ich glaube, ich darf für alles sprechen, wir wünschen uns, dass ihr auch wirklich uns sagt, was ihr wollt oder auch euch einfach einbringt mit Sachen. Das ist, wir sind ja genauso wie ihr hier. Also wir sind ja nicht anders. Wir stellen halt nur das Zelt auf und haben zufällig das Mikrofon und diesen schönen Ball. So, also nochmal vielen Dank und ja, schönen Abend. Bei dem Versuch, das Recht auf Leben in Gesetze zu verpacken, haben sie bei dir... streiten immer manchmal. Deswegen haben sie einen eigenen Dorf. Papa ihren, es ein, Mama ein. Und ich habe viele Häuser. Ich habe einen beim Papa, einen bei Mama, einen bei Auna Opa und einen im Waldviertel. Ich habe zwei Hochbette und zwei Schlafbette. Nur sogar ein Hochbett, kein Verzug hat. Kein Verzug auf dem Polster wie das, ja, Überzug. Das weiß doch jeder. Oh nein, und ich habe einen Freund, der heißt Dinka, und das ist Roxy's Mama. Sie ist überhaupt nicht meine Mama. Und meine Mama heißt die Fremde Marianne. Aber für mich ist sie meine Mama. Und weißt du was, mein Kind, nennt mein Bruder, der was er überhaupt nur heißt. Ein Vorwartspiel. Lustig, oder? Ich bin Mama. Ich die nenne ich manchmal Sila. Lustig. Und weißt du was? Alle Felsen dauern auf die Nase, ganz egal wohin da liegt, immerhin geht etwas schief. In die Osterhasenschule wippt er auf seinen Stuhl mit dem Pinsel in der Hand, weil er das so lustig fand. Bis er Hilfe ruft, der bunte Farbentopf geht weg auf seinen Kopf. Er stupst der kleine Hosthase, fällt er dauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief, immer ging ihn etwas schief. Max der Hosthase hat genug von seinem Theater,
Hör mir zu, lieber Sohn. Deine Theater sind mir nicht mehr so ehrlich. Ja, das weiß ich, Vater und Sohn.